Ja, jetzt weiß ich auch, wofür ich allen gesunden Menschenverstand über Bord werfen kann. Wegen zwei lausiger Batterien. Besser als nichts. Verdammt, das hat wehgetan. Aber wenigstens bin ich nun im Besitz zweier mutig ergatterter Montfaucon-Batterien. Prima. Na klar, ich... Verdammt, die Batterien scheinen leer zu sein. Autsch! Hoppla! Ich sollte mich besser beeilen. Ich untersuche das Regal. Ich untersuche das Regal. Ich untersuche das Regal. Bei meiner Suche stoße ich auf eine Ausgabe, die am interessantesten erscheint. Das Attentat wird hier in überdimensionaler Größe angeprangert. Reporterin unter Mordverdacht. Die renommierte Pariser Fotografin Nicole Collin wurde am frühen Montagabend nach stundenlangem Verhör aus der Obhut der Polizei entlassen. Der Verdacht würde sich nicht erhärten, dass die Journalistin in Verbindung mit dem Anschlag am ermordeten Bürgermeister Bernard Lemaire stehe, so Polizeiinspektor Henri. Lemaire wurde in jüngster Vergangenheit immer wieder Opfer zahlreicher Anschläge, nachdem er sich offen dem Kampf gegen den Pariser Sektenkult und deren totalitäre Strukturen widmete. Die 34-jährige Fotografin geriet in Verdacht, als sie der irische Journalist Ferdinand Irvine beschuldigte, mit den Anschlägen in Verbindung zu stehen und sie mit einer sektenähnlichen Organisation, die sich selbst Templer nennen, in Verbindung brachte. Irvine kündigte an, in den nächsten Wochen seinen Anschuldigungen Beweise folgen zu lassen. Zu seiner eigenen Sicherheit wird der Journalist derzeit von der Polizei an einem geheimen Ort versteckt gehalten. Das ergibt keinen Sinn. Wieso sollte Nico jemanden töten wollen? Ich muss etwas zu diesem Reporter Irvine herausfinden. Nur wo? Das war knapp. Ich habe wohl nicht nur Freunde. Merkwürdig. Der Einzige, der wusste, dass ich hier bin, war André. Als ich mir die Liste nochmal genauer anschaue, sticht mir der Name Ferdinand Irvine ins Auge. Das ist der Journalist, der im Zusammenhang mit Nico in dem Zeitungsartikel erwähnt wird. Hinter seinem Namen steht Mouvage 12, das Hotel Ubu. Nico tötet Bürgermeister. Nico wird verhört, taucht dann unter. Reporter behauptet, belastende Beweise zu haben. Nico taucht wieder auf und hat Irvines geheime Adresse auf ihrem Computer. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Und nicht nur, weil ich mich anhöre wie André.
Oh nein. Monsieur Stobart, schön, Sie wiederzusehen. Finde ich nicht. Flap, wedle nicht so auffällig mit dem Ding rum. Verstanden, Guido. Also, Monsieur Stobart, darf ich Sie bitten, sich nicht zu bewegen? Wir wollen doch keine Szene machen. Keine Szene? Keine Szene? Verlangen Sie etwa von mir, mich in aller Ruhe erschießen zu lassen? Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Vorerst. Was wollen Sie von mir? Ach, kommen Sie, Stobart, seien Sie nicht so dumm. Seit Sie vor 7 Jahren Ihre Nase in Angelegenheiten gesteckt haben, die Sie nichts angehen, befinden Sie sich auf der Liste der Templerfeinde ganz oben. Hören Sie auf mit diesem Unsinn. Die Templer gibt es nicht mehr. Wenn Sie das sagen, nur komisch, dass sich Ihre Freundin mit Leuten traf, die sich Templer nannten. Finden Sie nicht auch? Sie Lügner! Nico hat und wird nie etwas mit diesen Idioten zu tun haben. In seinem Gesicht breitet sich eine überraschte und heimtückische Miene aus. Sie haben Madame Collard heute getroffen. Ja, warum? Reine Neugier, weiter nichts. Sie werden ihr kein Haar krümmen. Das kann Ihnen doch egal sein, seit sie mit diesem blonden Geschichtsprofessor ausgeht. André? Richtig, das war sein Name. Die beiden geben ein wunderschönes Paar ab. Finden Sie nicht auch? Und wieder eine Lüge. Alles, was Ihren Mund verlässt, Guido, sind Lügen. Nichts als Lügen. Wie sind Sie eigentlich damals aus der Kirche in Bannockburn entkommen? Das geht Sie nichts an. Wann darf ich ihn endlich erschießen? Noch nicht, Flap. Noch nicht. Oh Mann. Können wir nicht einfach Freunde werden? Und ich auf 2 Millionen Euro verzichten? Nichts geht über eine wahre Freundschaft. Die Templer gibt es also noch? Ja, noch mächtiger als früher. Wenn Sie dachten, mit Ihrer Schottland-Tat den gesamten Templerorden vernichtet zu haben, täuschen Sie sich. Und ihr arbeitet wieder für Sie. Monsieur Stobart, wir beide sind die Art von Leuten, die gerne als Söldner bezeichnet werden. Die Bezahlung ist gut, das Einzige, was uns interessiert. Glauben Sie mir, das wird sich ändern. Ich werde Sie auch dieses Mal aufhalten. Und wenn ich wie damals wieder um die halbe Welt reisen muss. Sehen Sie, genau darum sind wir hier. Flap und ich werden das verhindern. Puh, das war knapp.